Hallo, ich bin Nadja Greta von der Hemmler Gruppe. In unserer Reihe von Erklärvideos geht es heute um das Thema Haustüren. Was bedeuten zum Beispiel Fachbegriffe wie Autolock, durchwurfhemmende P4A-Verglasung oder beidseitig flügelüberdeckende Füllung? Und warum sollte ich auf die Stärke des Türblattes achten? Fangen wir mit dem Autolock an. Der Autolock-Mechanismus verschließt die Türe automatisch beim Zuziehen durch das Auslösen der Fallriegel. Unsere Vero-Haustüren mit Autolock sind VDS-zertifiziert. Das bedeutet, versicherungstechnisch gilt die Türe als verschlossen, sobald sie zugezogen ist. Kommen wir zur durchwurfhemmenden P4A-Verglasung. Das ist ein spezielles Verbundsicherheitsglas. Einfacher gesagt, zwei Glasscheiben mit einer Folie dazwischen. Diese erschwert das gewaltsame Einschlagen einer Haustürscheibe erheblich. Ob eine Türfüllung flügelüberdeckend ist oder nicht, sieht man ganz leicht an der Optik. Wenn ja, bilden der Blendrahmen und die Türfüllung eine Einheit. Ist dies im Außen- und im Innenbereich der Fall, spricht man von beidseitig flügelüberdeckend. Eine weitere Ausstattungsoption ist der Fingerprint. Dieser ermöglicht Ihnen das schlüssellose Öffnen Ihrer Haustüre mittels Ihres Fingerabdrucks. Im System können die Fingerabdrücke von bis zu 99 Personen eingelesen werden. Zum Schluss noch ein paar Worte zur Türblattstärke. Je stärker unser Türblatt, desto stabiler ist unsere Haustüre. Ganz nebenbei sind natürlich auch die Wärmedämmwerte besser. Unsere Vero-Haustüren sind fast durchweg 90 mm stark. Wenn Sie noch mehr über unsere Haustüren wissen möchten, besuchen Sie uns am besten in einer unserer Ausstellungen der Hemmler-Gruppe und lassen sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.